Sie kennen das vielleicht auch, liebe Zuschauer. Man hat den Kollegen, der kommt morgens schon mit einer Fahne zur Arbeit. Und immer wieder passiert einem das, dass Kollegen auf einmal doch anders sich verhalten als andere und man spürt, da ist mehr als nur eine lustige Party am Abend zuvor. Heimlich trinken und Alkoholiker fehlen tatsächlich 16 Mal häufiger als andere Kollegen. Im Job ist Alkohol eigentlich tabu. Trotzdem hat jeder fünfte Arbeitnehmer irgendwann mal in seinem Leben ein Alkoholproblem. Der volkswirtschaftliche Schaden dadurch ist natürlich sehr, sehr groß. Wir wollen darüber sprechen mit Peter Reiser von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Denn es ist nicht nur ein volkswirtschaftliches Problem, es ist auch ein menschliches Problem, finde ich. Wenn man also spürt, dass ein Kollege, den habe ich vielleicht sehr gerne, aber der riecht regelmäßig nach Alkohol. Sollte ich ihn ansprechen darauf oder wie soll ich reagieren? Ja, also man sollte sich vorher schon darüber im Klaren sein, dass wenn man feststellt, dass jemand ein Alkoholproblem hat und man spricht es nicht an, dass man damit mit seinem eigenen Verhalten eventuell den Verlauf einer Krankheit so beeinflusst, dass sie verschlimmert wird. Also wir wissen von Suchterkrankungen, dass sie eine lange Zeit brauchen, bis sie sich tatsächlich manifestieren. In einem frühen Stadium ist es möglich, auch sehr leicht mit einer schnellen Ansprache kurz und früh zu intervenieren. Genau das erreicht man, wenn man feststellt, also da hat jemand offensichtlich ein Problem, wenn man es anspricht. Wenn man es nicht anspricht, macht man es eventuell schlimmer. Ansprache ist ganz wichtig. Wie sollte die ausfallen? Verständnisvoll und sagen, Mensch, ich habe das Gefühl und ich mache mir Sorgen. Oder ganz knallhart sagen, pass mal auf, du kommst hier mit einer Fahne. Und wenn du das nicht in den Griff kriegst, werde ich das dem Chef sagen? Ja, also das hängt ein bisschen davon ab, was man für eine persönliche Beziehung zu den Betroffenen hat. Am Arbeitsplatz hat man Kollegen, mit denen man befreundet ist. Da wird die Ansprache sicherlich etwas anders aussehen. Man wird zum Ausdruck bringen, dass man sich Sorge macht um die Gesundheit des Freundes, dass man feststellt, es ist offensichtlich ein Problem da. Und man bietet seine Hilfe an. Wir können gemeinsam eine Suchtberatungsstelle aufsuchen. Wir können einen Termin dort ausmachen. Das ist, wenn man gut befreundet ist. Wenn das Verhältnis zu den Betroffenen rein professionell, rein beruflich ist, dann wird die Ansprache sicherlich etwas anders aussehen. Da geht es dann deutlicher darum zu sagen, was mich stört, was mich vielleicht in meiner eigenen Arbeit auch beeinträchtigt. Also möglicherweise muss ich Fehlzeiten für den Kollegen ausgleichen, Fehler ausbügeln, ertappe mich dabei, dass ich immer wieder den auch decke, kann in der Ansprache aber deutlich machen, dass ich nicht bereit bin, das weiter mitzumachen. In Ihrer Arbeit mit alkoholkranken Menschen, wie ist denn das für diejenigen selber, ist so eine sehr deutliche Ansprache unter Umständen ein Signal dafür zu sagen, oh Gott, jetzt merken es schon andere, jetzt muss ich daran arbeiten? Ja, also das ist ganz häufig so, dass gerade im anfänglichen Zeitraum einer Erkrankung das so ist, dass Betroffene im Nachhinein berichten, dass sie sehr dankbar sind, wenn sie frühzeitig auf ein Problem angesprochen werden. Wenn alle immer nur wegschauen, dann, wie gesagt, kann es das Problem immer weiter steigern. Und gerade die frühe Ansprache hilft da. Wir haben heute Morgen schon mal darüber gesprochen. Ganz viele Zuschauer haben sich über Facebook gemeldet und gesagt, das kennen wir, das Problem. Martina Grunewald zum Beispiel schreibt, Schweigen verschlimmert die Sucht nur. Und Maria Erler sagt, ich hatte in einer früheren Arbeitsstelle auch Kollegen mit Alkoholproblemen. Der Chef hat das Problem lieber ignoriert, weil er als Arbeitgeber sich sonst um die Behandlung hätte kümmern müssen. Ist das wirklich so? Naja, der Chef ist ein bisschen in einer anderen Rolle als der Kollege. Der Chef hat schon tatsächlich eine Verpflichtung, wenn er denn von den Problemen weiß, auch einzuschreiten. Denken Sie an Unfallverhütungsvorschriften, denken Sie an die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Er muss handeln. Er muss sich nicht selbst um die Behandlung kümmern. Er muss aber schon auch nachweisen, dass er sich darum gekümmert hat, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie der Betroffene seine Krankheit überwinden kann. Das kann auch darin bestehen, dass der Arbeitgeber recherchiert, was gibt es in der Nähe für Beratungs- und Behandlungseinrichtungen und diese dann vorschlägt. Einfach so, dass der Chef sagt, ich mache nichts, weil ich mich dann kümmern muss, das würde ich nicht akzeptieren. Als Kollege, wenn man also diese Ansprache gemacht hat und es passiert nichts, es ändert sich nichts, derjenige kriegt es nicht in den Griff oder ignoriert es oder ist sich womöglich selber gar nicht der Problematik wirklich bewusst, sollte man dann den Vorgesetzten informieren? Also wenn man selber das Gefühl hat, es besteht hier durchaus eine Gefahr für den Betroffenen, aber durch sein Verhalten möglicherweise auch Gefahr für andere. Es gibt viele Arbeitsplätze, da ist ein Alkoholeinfluss durchaus mit einer großen Gefahr für Dritte verbunden. In so einem Fall ist es sicherlich sehr wichtig, dass man den Chef anspricht und meldet, man hat hier eine Gefahr wahrgenommen. Peter Reiser von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Erklärung. Vielen Dank. Danke. Gerne.